Ja, hallo ihr Lieben, hier ist wieder Anton. Heute ist Freitag, quasi der fünfte Tag während meiner Fastentour. Und ja, ich habe die letzten zwei Tage nichts mehr hier geblockt. Deswegen muss ich mal ein bisschen was nachholen. Am Mittwoch, den dritten Tag, ging es mir ziemlich gut. Ich war voller Energie und ja, voller Lebensdrang. Ja, war richtig schön. Und habe auch keinen Hunger gehabt die ganze Zeit durch. Gestern am Donnerstag hatte ich wieder so ein kleines Tief, so einen kleinen Schwindelanfall. Das finde ich noch gar nicht so gut. Ja, und auf Arbeit ist halt, ja, man sollte, finde ich, fasten, wenn man nebenbei arbeiten muss. Macht das bitte während der Freizeit, werde ich nächstes Jahr auch so machen. Deswegen sind jetzt wieder dringendere Termine und hier, ja, das muss einfach nicht sein, dass man sich belastet, wenn man eigentlich schön, ja, entspannen will und seinen Körper reinigen und so Sachen. Das hatte ich letztes Jahr besser gemacht. Da war ich die ganze Zeit schön in der Natur gewesen. Ich bin nur einmal nach Berlin rein und dort auf Arbeit und musste dann halt was machen. Das war auch ganz schön. Heute geht's wieder raus aufs Dorf. Ja, freut mich. Besucht da Freunde. 15 Jahre Abiturfeier ist dann auch. Ja, das passt jetzt irgendwie gar nicht rein in meine Fastenzeit. Aber was soll's. Dann habe ich mich vorgestern am Mittwoch, da war ich noch bei einer Freundin, die hatte eine Waage. Und dann habe ich mich doch tatsächlich mal gewogen. Hatte so im Hinterkopf, also ich bin 1,79 bis 1,80 groß und wiege normalerweise, wenn ich mich auf die Waage stelle, so abends 77, morgens 75. Sowas, also ja, sowas hatte ich auch im Hinterkopf. Ich habe keine Waage, weil so wichtig ist mir das auch nicht. Aber jetzt beim Fasten interessiert sich auch viele, wie viel Gewicht man da bei der Sache verliert. Also da war ich 71,4 morgens allerdings gewesen, nicht abends, weil es schwankt ja immer so zwei, also bei mir ungefähr 2 Kilo morgens und abends oder anderthalb. Und ja, 71,4, das ist bis, ach, war doch gestern, weil ich habe mir ausgerechnet, dass ich, ja, 1 Kilo pro Tag nimmt man ungefähr ab. So. Ich hab dann auch von meiner Schwester, die war leider lange Zeit magersüchtig gewesen, dann habe ich mir nochmal sagen lassen, okay, ab wann ist man übergewichtig, ab wann ist man untergewichtig. Also man sollte so einen Body Mass Index zwischen 20 und 25 haben. Und der Body Mass Index ist wohl die Größe durch das Gewicht zum Quadrat. Oder umgekehrt. Also, ja, die Größe des Gewichts zum Quadrat. Ich war genau jetzt bei, mit meinen, bei 71,4 war ich bei einem Body Mass Index von 22,15. Also, perfekt. Und ich habe jetzt untergewichtig, bin ich, wenn ich irgendwie nur noch 62 Kilo oder sowas wiege. Und ja, also, so weit lasse ich es hoffentlich gar nicht kommen. So, also, ich wollte es machen, solange es mir gut geht. Am liebsten so 2-3 Wochen. Allerdings verliert man ja dann in den 3 Wochen dann wahrscheinlich weniger später irgendwann. Also 21 Kilo weniger, dann würde ich ja 56 Kilo so irgendwie wiegen. Das möchte ich nun gar nicht. Also sollte schon noch alles normal bleiben. Ich möchte stark, ordentlich. Es soll auch ein Respekt abgebaut werden. Ja. Ich guck mal, wie es sich entwickelt. Wenn ich mal wieder bei Freunden bin, die eine Waage haben, halte ich euch auf dem Laufenden, werde ich mal genauer suchen. Ja, tschüss!